Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 5 Lazarus. So, also, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um dem Widerstand beizutreten. Ich habe nochmal das Spiel geladen, kurz bevor ich mit Terence geredet habe, also dem Herrn im Obstgarten von Britannia. Und habe nochmal explizit nachgelesen, dass er uns hier zu unserem guten alten Chamfort schickt. So, weil ich war mir auch nicht mehr sicher, ob ich zwischendrin nochmal neu geladen hatte, das Spiel nicht mehr wusste, dass ich mit ihm geredet habe und er mich eigentlich zu Chamfort geschickt hat. So, und dann bin ich dann nochmal durch den Wald zurück, die ganze Geschichte, die ihr schon gesehen hattet, und habe dann explizit gewartet, bis er auch wirklich alleine ist. Ich habe den guten Typ den ganzen Tag gestalkt, von morgens bis abends. Er hat nie irgendwas zum Thema Widerstand gesagt. Okay, dann war ich dann so weit, dass ich dann mal bei dem lieben Aringus Okami, ein sehr, sehr netter Kerl, der Let's Plays aufnimmt und der auch dieses Spiel aufgenommen hat und von dem ich auch schon sehr viel über Ultima gelernt habe, habe ich mal reingeschaut und da stand der liebe Chamfort genau dort, wo er bei mir jetzt auch steht. So, und er hat dann Widerstand gedrückt und dann sagt er natürlich keine leiseste Ahnung, aber wenn er dann weiter gedrückt hat, hat er dann woher wisst ihr denn irgendwas? Und dann kommt man halt Terence antworten. Aber das, ihr seht, das kommt bei mir nicht. Sein Kollege ist jetzt auch gar nicht im Haus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn mir das irgendjemand erklären kann, vielleicht auch der liebe Aringus Okami, gerne her damit. Aber wenn es ja schon ein deutsches Let's Play über das Spiel gibt, wo man dem Widerstand beitritt, wir gehen jetzt ganz offiziell zur Unterdrückung. Dann schauen wir, was das Spiel dort tut, weil das Spiel möchte nicht, dass wir ja den guten Weg spielen oder den Weg, den ich eigentlich spielen wollte. Irgendwie ist das so ein Fluch. Je besser, also je mehr guter Mensch ich in einem Spiel werden will oder sein will, umso schlechter wird es eigentlich. Das schlimmste Beispiel ist Might Magic 7. Ich wollte die gute Seite spielen und ich habe jedes Fettnäpfchen mitgenommen, was es gibt, und ja, am Ende mussten wir eigentlich auf die dunkle Seite gehen, weil es ging gar nicht mehr. So, wir treten jetzt der Unterdrückung bei. Also, ja, damit müssen wir jetzt klarkommen. Zumindest hatten wir da ja schon mal das Angebot gehabt. Nein, Jungs, nein. Macht mich nicht kirre. Nein. So. Wir treten jetzt der Unterdrückung bei. Schauen, was da kommt. So, dieses Gespräch hat halt bisher noch nicht stattgefunden für das Spiel, weil ich ja nochmal neu geladen hatte. Aber, ja, es ist halt ein gefährlich aussehender Typ. Das haben wir ja schon mal gelesen. Und, ja, er erkennt uns als Avatar. Und will uns ein Angebot machen, von Lord Blackthorn ihm beizutreten. So, diesmal schaltet YOLO sich ein. Euer Angebot ist eine Erpressung, erklärt YOLO. Wir werden uns euch niemals anschließen. Ich hoffe mal, dass die Helden den Avatar nicht verlassen, wenn wir dort jetzt beitreten. Ich habe keine Ahnung. So, die Entscheidung obliegt nicht euch. Euer Schicksal liegt wie so oft in den Händen des Avatars. Trident's also ihr Blick durchbohrt deine Augen. So, ich gebe zu bedenken die Bedingungen, ja, Angebot. Und wir werden dann alle auch freigesprochen. So, Trident lehnt sich nach vorne und starrt dich an. Nun, Avatar, nehmt ihr Blackthorns äußerst großzügiges Angebot an. Mir tut das jetzt zwar in der Seele weh, aber wir sagen ja. Trident schließt die Augen, sinkt in seinem Stuhl zurück und seufzt. Nun gut, ich werde Lord Blackthorn von eurer Einwilligung unterrichten. In der Zwischenzeit meldet ihr euch bei Lady Guinea, meiner Wachhauptfrau, um euch weitere Aufträge abzuholen. Sagt ihr, dass ihr eure Hilfe zur Verfügung stellt. Die Augen des Richters öffnen sich wieder, jedoch nur spaltbreit. Ich warne euch, Avatar. Ich falle nicht auf eure Zusammenarbeit herein. Ich werde euch beobachten. Meine Augen sind überall. Wenn ihr versucht, uns zu hintergehen, so werde ich es merken. Ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen. Aber ja. So, ich klicke das dort nochmal schnell durch. Das hatten wir alles schon mal gemacht, nur jetzt der Vollständigkeit halber.
wo hatten wir da alles gelesen? So, der Name der Bewegung, die Lord Blackthorn ins Leben rief. Wir erachten es als unsere Verpflichtung, Böses und Chaos zu unterdrücken, indem wir die Ethik der Tugend hochhalten. Ja, aber in einer sehr extremen Form. Nunmehr Inquisitionsgerichtshof genannt, der höchste Gerichtshof im Reich. Hier verfassen und deuten wir die Gesetze, die unsere Bürger beschützen. Zudem halten wir hier Gerichtsverhandlungen ab und werfen diejenigen ins Gefängnis, die eines Verbrechens an Britannia schuldig gesprochen werden. Gerichtsverhandlungen sind eine Farce, Richter, knurrt Julia. Gefangene gelten schon bei ihrer Ankunft als schuldig. Es gibt keine Geschworenen und... Unsere Gerichtsverhandlungen sind zweckdienlich und effizient, erwidert Dryden bissig. Wir lassen keine Wochen oder gar Monate verstreichen, in denen die beiden Parteien Beweisen hinterherjagen, sich in den Haaren liegen und zu guter Letzt das Gesetz zu ihren eigenen Gunsten verdrehen. Wir vertrauen auf die Wahrheit. Ja. Nur wie man diese Wahrheit erlangt, ist dann auch wieder eine andere Sache, ne? Erzähl uns mal was über den Bürgermeister. Dies ist der Titel, den der Anführer Hughes innehat. Unter Lord Prithees Herrschaft führte der Bürgermeister den Vorsitz über den Hohen Gerichtshof Britannias sowie Hughes örtliche Verwaltung, den Druidenrat. Letzterer wurde inzwischen leider aufgelöst. Dryden winkt ab. Der Rat wurde nicht mehr benötigt, als Lord Blackthorn und die Regierung und ich die Regierung zusammenführten. Es wurden ihnen Posten in der Unterdrückung angeboten, aber die meisten zogen es vor, zu flüchten oder Widerstand zu leisten. Oh Mann, wir sind jetzt hier mitten bei den Bösen. Was kannst du über Vater sagen? Ihr wärt stolz auf seinen Sohn, sagt Dryden mit gewohnt stoischer Miene. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Und Ethik? Lord Blackthorns Bemühungen zum Trotz versank Britannias Regierung in Chaos, als Lord Prithees verschwand. Eine Partei bekriegte die andere und jede missbrauchte die Tugenden, um ihren Machtanspruch zu rechtfertigen. Als Lord Blackthorn loszog, die Ordnung im Reich wiederherzustellen, beauftragte er mich damit, eine neue Gesetzgebung zu schaffen, der sich ganz Britannia unterwerfen müsse, eine Reihe von Geboten auf Grundlagen unserer hochgeschätzten Tugenden. Viele Wochen brachte ich damit zu, die Essenz der Gesetze zu verstehen, die vom Hohen Rat und Lord Prithees niedergeschrieben worden waren. Und noch mehr Zeit widmete ich dem Studium der Philosophie, die unseren Tugenden zugrunde liegt. Besondere Bedeutung maß ich einer ihrer Lieblingsredensarten Lord Blackthorns bei. Ohne Definition ist Tugend sinnlos. Habt ihr an den Schreinen meditiert? Fragt Fenno spöttisch. Das wäre wohl das Sinnvollste gewesen. Den impertinenten Ton in eurer Stimme werde ich ignorieren, erwidert Trine mit finsterem Blick. Doch um eure Fragen zu beantworten, die Schreine sind hierbei nutzlos. Ihre Lehren sind zu verschwommen. Lasst zwei Männer an einem Schrein meditieren und sie kehren mit zwei verschiedenen Gedanken zum Gelehrten zurück. Zwietracht ist die Folge. Trine blickt wieder dich an. Er richtet seinen Blick über dein Haupt. Schlussendlich schrieb ich das Fundament für die 8 Gesetze nieder. Die Ethik Britannias, ein Grundsatz der Tugend, der keinen Raum für falsche Auslegungen zulässt. Ich empfehle euch, sie zu studieren, Avatar. Obwohl seine Worte keinen Befehl ausdrücken, klingt seine Stimme wie eine Warnung. Befolgt die Ethik und es wird euch nichts geschehen. Wow, das wird Ethik im Extrem werden. Also liebe Aringus Okami, ich hoffe, du genießt auch die dunkle Seite dieses Spiels, falls du das siehst. Oh Mann, okay. Erzähl uns was über die Wahrheit. Nur die, die an einem Verbrechen beteiligt waren, wissen, was in Wahrheit geschah. Deshalb haben wir Inquisitoren. Sie zwingen aus jedem Menschen die Wahrheit. Ja, durch Folter. Ihr redet von Folter, erwidert Julia mit finsterem Blick. In aller Ruhe mustert Dryden deinen Gefährten und sagt schließlich, ja, wenn nötig. Bei Dieben, Mördern und Vergewaltigern reißt mir schnell der Geduldsfaden. Erzähl uns mal noch mehr über Inquisitoren. Sie können euch überall im Reich begegnen. Einige sind beim Volk bekannt, andere leben zurückgezogen. Alle jedoch sind stets wachsam, unterscheiden Lüge und Wahrheit, sorgen für Gerechtigkeit und teilen mir ihre Erkenntnisse mit. Ich bin selbstverständlich derjenige, der seiner Majestät Lord Blackthorn von den bedeutsamsten Vorkommnissen unterrichtet.
Ein sauberes, kleines Spitzelnetzwerk, wenn du mich fragst, flüstert dir Shamino leise zu. Ja, Shamino, es tut mir leid, aber es ging nicht. Es ging nicht. Und außerdem, wir machen jetzt einfach mal ein Let's Play, und wo man der Unterdrückung beitritt, okay? Das schaffen wir jetzt. Jungs, das schaffen wir. Auf Wiedersehen, Avatar. Trident's Stimme wird plötzlich noch bedrohlicher. Vergesst niemals, dass wir euch beobachten. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Okay, wir haben es getan. Wir haben es getan. Ich bin nicht stolz drauf, das könnt ihr mir glauben. Aber ihr habt gesehen, es ging nicht. Ich habe extra auch wieder neu gespielt und es ging nicht. So, wir haben das Inventar voll mit Zeugs, weil ich natürlich auch wieder die Typen da hab töten müssen. Den Bogen kannst du mal noch nehmen. Dafür kann der Avatar bitte das Kleidchen haben. So, dann suchen wir uns jetzt zuerst mal einen Händler, bei dem wir Dinge verkaufen können. Und ich habe schon total wieder verdrängt, wie die Dame hieß, mit der wir jetzt reden sollen. Aber das wird man wahrscheinlich merken. So, das war ja das Weinfass. Der ehemalige Weinladen von dem Typ im Branger. Das hatten wir schon mal gelernt. Und ich muss irgendwie drüber wegkommen, dass wir die dunkle Seite spielen. Und gar nicht Avatar-like. So, die Fremde schläft. Oh mein Gott. Bitte zerreißt mich in den Kommentaren nicht. Deswegen genießt es einfach mal die andere Seite des Spiels zu erleben. Wer bist denn du? Der Ladenbesitzer tut so, als sähe er dich nicht. Er wirkt unruhig. Seine Augen fixieren einen Punkt in der Ferne. Also dieser Einfluss der Schattenfürsten, das hat man uns auch schon erzählt, dass dann die Leute ihr Verhalten ändern und so weiter. Und das ist mir auch ganz extrem bei Terence, dem Herrn im Obstgarten in Britannia, aufgefallen, dass er mich teilweise beschimpft hat, wenn ich mit ihm reden wollte. Und dann habe ich nochmal geladen, war eine andere Tageszeit, und dann hat er wieder normal geredet. Also das, ich glaube, das wird noch zu Problemen führen. Aber ja. Ja, die Leute am Pranger, denen können wir jetzt garantiert nicht helfen. So, aber irgendwo gab es doch hier hoffentlich auch Händler. Wenn ich gerade Nacht wäre, müssten wir beim Schmied was verkaufen können. Wir schauen mal, was im Gasthaus los ist. Wird dort Gesprächspartner finden. Genau, da müssen wir die Dietriche nochmal kaufen, die wir schon mal hatten. Ah nee, das ist jetzt jemand anderes. Nee, das war der Koch, von dem wir die Dietriche hatten, ne? Der Wirt wird bleich, als er dich sieht. Was ist los? Seid ihr gekommen, um mich in die Zelle neben der von Giron zu werfen? Ich habe nichts getan, ich schwör's. Er weigert sich weiter, mit dir zu sprechen. Ja, also hier haben die Leute scheinbar Angst vor Ungerechtigkeit, weil Julia die Stadt der Gerechtigkeit ist. Und jetzt ist wohl irgendwie der Einfluss von irgendeinem Schattenfürsten hier, keine Ahnung. Und deswegen reagieren die momentan alle ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das wird nicht zu allzu vielen Kommunikationen im Spiel führen. So, da haben wir wieder ein Ortsschild von Yu. Nee, dann bleiben wir mal noch unten. Genau, Yu. Und suchen uns nochmal die Schmiede. Ich habe noch eine Funktion im Spiel entdeckt. Und zwar kann man so eine Karte aufmachen. Wie gesagt, ich habe noch nie Dungeon Siege gespielt und ja. Ja, das Lazarus-Handbuch scheint für Leute geschrieben zu sein, die Dungeon Siege kennen. Und deswegen entdecke ich die ein oder andere Funktionalität so nach und nach. Eine schlafende Fremde. So, hier ist die Schmiede. Aber wenn es ja schon wieder Nacht ist. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Essen aus? Oh, nur noch 6. Oh Mann. Wir müssen dringend Essen kaufen. Ganz dringend. Ja, wir haben 12:30 nachts. Ich will eigentlich nicht rausfinden, was passiert, wenn unsere Leute nichts mehr zu essen haben.
Es müsste hell werden. Weiße Eiche, genau, das war doch, glaube ich, so ein Schreinerladen oder so. Da waren wir auch schon mal kurz drin. Oh, zumindest Stäbe und Keulen. Das weiß man nicht. Ah ja, dass man jetzt die Items angezeigt wird, das ist, wenn man einmal auf Alt drückt. Dann sieht man das. Ich habe viele Dinge entdeckt. Da schläft noch jemand. Ich würde gern so ein Reh töten, aber ich weiß nicht, wie ich eine friedliche Kreatur angreifen kann mit den Helden. Habe ich in keinem der Handbücher gefunden. Aber wir brauchen Essen. Ja. Können wir vielleicht vom Feld was stehlen, wenn wir jetzt ja schon auf der bösen Seite sind. Heilkräuterladen. Ach Mann. Egal, wir tun es für die Vielfalt auf YouTube. Scheint nichts zu sein, außer irgendwelchen komischen Laternen. So, da ist wieder die Schmiede. Eine Truhe reingucken können wäre, glaube ich. Oh, Brot, fremder Besitz. Ein Zauberspruch, Trauben. Ah, Mann. Spiel, mach's mir doch nicht so schwer. So, aber irgendwann muss es doch im Gasthaus dann auch mal was zu essen zu kaufen geben. Ja, das mit diesen, mit dem Einfluss der Schattenfürsten, das lässt sich noch so schwer greifen. Man hat uns das ja erzählt und das ist wirklich extrem, aber ich weiß nicht, wann das aufhört. Zumal ich hier jetzt auch keinen von denen gesehen habe. In Britain haben wir mal einen gesehen. Ich meine, da kann man das ja erklären, aber hier habe ich jetzt keinen gesehen. Ja, jetzt ist hier niemand mehr. Du machst es mir nicht unbedingt leichter. Da draußen, ja, das war Schloss und Schlüssel. Wir schauen mal noch, was in den Hütchen da ist. Irgendwie müssen wir die Nacht rumbekommen, ohne zu verhungern. Ich hoffe, dass das Zeug, was wir gelootet haben nach den Kämpfen, dass das schon ein paar Mahlzeiten wert ist. Das hoffe ich zumindest. Da ist noch so ein großes Haus. Wir schauen zuerst mal hier. Da gibt es nichts. Gibt es auch nichts. So, was haben wir denn hier? Also es scheint nur ein Stadttor zu sein, aber nebendran, das sieht so ähnlich aus, wie, oder eigentlich genauso aus wie das Haus von dem Wachmann von Britain. Okay. Wir schauen mal kurz darunter. Ah, das sieht nach Dungeon aus. Ah, Kehrtmarsch. Wir schauen zuerst mal, dass wir nicht verhungern. Und suchen die Quests für unsere neuen Herren. Genau, das sieht genauso aus wie das Haus von dem Wachmann Britain. Und es, ich glaube, er hat doch gesagt, seinen Hauptmann oder so irgendwas. Wird wahrscheinlich nie Gott. Ich dachte, es wäre eine Frau gewesen. Ich war zu aufgeregt mit dem der bösen Seite beitreten und so weiter. Das war nicht so leicht für mich. Eine Wache. Sonst nichts. Das ist die gute Julia. Moment mal, da war eine Dame. Hä? Verwirrung? Da. Wer bist denn du? Die Frau ist ein weißes Kleid mit weißer Kapuze gehüllt. Ihre Lippen sind schwarz wie die Nacht und ihre Augen so blau wie die reinsten Saphire. Der bloße Anblick dieser haarlosen Gestalt in ihrem weißen Umhang jagt dir Schauer über den Rücken.
Sie hält eine sehr lange und spitze Nadel in ihrer Hand. Wer wagt es, sich dem Inquisitor zu nähern? Fragt sie mit einer Stimme, die so leblos klingt, als sei deren Sprecher gerade aus dem Grab auferstanden. Okay, wir sind ja auf der Seite der Inquisitoren, also sollte uns eigentlich nichts passieren. Also, mein Niemand ist definitiv falsch, Sinalur ist schon eher richtig. Sie neigt den Kopf leicht zur Seite und spurt dich mit einem Blick, der dir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ihr seid der Avatar, nicht wahr? Ja. Das dachte ich mir. Ich freue mich schon darauf, mit euch zu arbeiten. Der Klang dieser Worte in ihren toten, seelenlosen Stimme lässt dich erneut erschauern. Okay, sie ist eine Freundin. Sie ist auf unserer Seite. Es ist euch gestattet, mich den Inquisitor zu nennen. Ich schaue dich unberührt an. Vielleicht solltet ihr aus erster Hand von den Feinheiten meines Berufs erfahren, Avatar. Beruf? Bald, Avatar, sagt er gehässig, werdet ihr die Antwort auf diese Frage erfahren. Ich hoffe, ihr findet sie. Und alles, was ihr euch erhofft. Oh, es ist gruselig. Und was arbeitest du? Zum ersten Mal merkst du, dass sich sein Gesichtsausdruck ändert. Ich bin mir sicher, dass ihr euch der Gerechtigkeit nicht entziehen könnt, sagt er mit schwachem Lächeln. Ich freue mich schon sehr darauf, euch mit meinen Instrumenten all euer Wissen zu entlocken. Wir müssen weg. Ich bin mir sicher, wir werden uns wiedersehen, Reisender, sagt er mit seiner toten, gefühllosen Stimme. Auch wenn er eher nach Frau aussieht, aber okay. Wir sind beste Freunde. Irgendwie. Moment. Jetzt haben wir irgendwie das Spiel, glaube ich, ein bisschen kaputt gespielt, oder? Die Treppe ist weg. Scheibenkleister. Vielleicht können wir das wieder reparieren. One second. Scheibenkleister, jetzt ist die Treppe kaputt gespielt. Oder kommen wir da trotzdem noch irgendwie runter? Mir fehlt auch ein Stück Haus. Ich habe es kaputt gespielt. Aber irgendwie geht's wieder. Okay, alles gut. Alles gut. Ich habe nie was gesagt. So, aber wir brauchen immer noch die Person, die uns die Quest geben soll. Die schläft wahrscheinlich. Wir brauchen Essen. Und Zeugs verkaufen. Dietriche müssen wir nochmal kaufen. So viele Dinge zu tun und irgendwie geht's nicht voran. So, da ist wieder das Wirtshaus. Was sagt denn die Uhr? Halb vier morgens quasi. Wir haben nur noch ein Essen. Oh mein Gott. Wir müssen eigentlich zuerst mal Kram verkaufen, damit wir Geld für den Rest haben. Wenn sich irgendjemand traut, mit uns zu handeln. Oh Mann. Wir sind doch jetzt eigentlich auf der Seite der Gerechtigkeit. Also sollte das doch eigentlich kein Thema mehr sein. Ja, die Schmiede wird auch noch geschlafen. Ah nee, das ist der... Nee, das war nur der Schürhaken. Das war nicht der Besitzer. Oh Mann. Ja, also wir verdauen zuerst mal, dass wir jetzt... zu dem Bösen gehören. Und ja, wir machen eine Pause, um das zu verarbeiten. Bis gleich.